Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich falle einfach so mit der Tür ins Haus. Wir kennen uns jetzt ja schon so lange, seit heute Morgen mindestens, manche schon viel länger. Nach dieser fulminanten, darf man glaube ich sagen, Podiumsrunde, freue ich mich nun, Sie begrüßen zu dürfen, und vor allen Dingen die Moderatorin begrüßen zu dürfen, denn die wird dann Sie begrüßen, weil sie moderieren wird, zu der ja, entscheidenden Runde eigentlich. Denn jetzt geht es ja darum, nochmals auf der Grundlage des aus den Arbeitsgruppen herausfiltrierten, vielleicht auch noch an Impulsen aus dem Podium aufgenommenen, die Abschlusserklärung endgültig zu formulieren und zu verabschieden. Verabschieden ist noch nicht endgültig, aber das bedeutet, das ist die Empfehlung, die morgen die Mitgliederversammlung auch des Deutschen Musikrates so als Text verabschieden soll. Und dafür werden sich dann natürlich der Generalsekretär und ich auch ganz sicher bei den Mitgliedern einsetzen. Und ich denke auch und hoffe mal, das Präsidium, eine ganze Reihe Mitglieder davon sind inzwischen längst im Raum, dann mit uns, weil das ja sonst schwierig würde, denn dieser Kreis hat ja seine ganz eigene Legitimation, zu einer solchen Erklärung zu kommen, die in gewisser Hinsicht auch über den Rand des Deutschen Musikrates hinausgeht. Ich darf Ihnen jetzt einfach Ihre Moderatorin vorstellen. Und das, ich finde es wunderbar, dass Sie, nämlich Frau Dr. Friederike Krippner, die Direktorin der Evangelischen Akademie zu Berlin, am wunderbaren Gendarmenmarkt beheimatet, dass Sie hier in der Katholischen Akademie zu Berlin gleich diese wichtige Runde moderieren wird. Und viel mehr muss ich, glaube ich, zu Ihnen nicht sagen. Wenn Sie noch mehr über sich sagen wollen, dann können Sie das selbst. Sie sind, glaube ich, selbstredend sozusagen. Ich darf Sie hiermit herzlich begrüßen. Er läuft und spricht, wäre der Kommentar von Loriot dazu. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aus Ödipussy, der erwachsene Sohn, der am Tisch sitzt. Und ja, er läuft und spricht. Papa Antaportas, Entschuldigung, ist gut. Sie sind offensichtlich alle wach. Bin begeistert. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr mit Ihnen jetzt dieses, für mich ist es ein Experiment, ich moderiere sehr viel, ich habe noch nie so etwas moderiert, wo wir am Ende also einen Text zusammen hinbekommen müssen und ich freue mich sehr darauf, das jetzt mit Ihnen gemeinsam zu machen. Es wurde eben gesagt, unser Ziel ist jetzt hier, die Ihnen allen vorliegende Abschlusserklärung noch einmal zu überarbeiten, auf das Sie morgen bei der Mitgliederversammlung dann hoffentlich in dieser Weise oder mit leichten Änderungen noch beschlossen wird. Das ist das, was wir jetzt gemeinsam hier machen wollen. Ich freue mich sehr, dass wir das jetzt gemeinsam machen können. Ich habe Ihre Voten gehört, die aus den vier verschiedenen Arbeitsgruppen kommen. Ich glaube, es gibt schon noch ein paar Dinge, die man akzentuieren kann. Wir haben eine sehr gute Vorlage aus meiner Sicht. Aber ich denke, es gibt ein paar Wünsche sicherlich von Ihnen. Wir werden das gleich so machen, dass wir tatsächlich und zuerst die Präambel anschauen und dann Abschnitt für Abschnitt vorgehen. Eine Möglichkeit ist natürlich auch, um etwas zu akzentuieren. Das wissen Sie, was vorne steht, wird vielleicht am meisten gehört oder am Ende machen wir es besonders stark. Also wir können natürlich auch was umstellen nochmal, wir können was streichen. Die Mitgliederversammlung schaut dann, was sie damit macht. Aber wichtig ist es, dass wir versuchen, hier gemeinsam einen Konsens zu erreichen. Wie wir das gleich machen, sage ich Ihnen. Ich sage Ihnen aber auch mein Ziel. Mein Ziel ist, dass Sie alle um 18 Uhr zu den Häppchen gehen dürfen. Sie haben einen langen Tag jetzt schon soweit. Jetzt müssen wir uns noch mal einmal gemeinsam aktivieren. Und um 18 Uhr machen wir hier aber auch wirklich Schluss. Das heißt, bis dahin müssen wir durchgekommen sein. Deshalb ist es wichtig, dass Sie gleich, wenn Sie Ihre Einbringung machen, Sie machen, präzise machen, aber kurz machen, ja, im Sinne von uns allen ist das mein Wunsch. Wir gehen jetzt so vor, dass wir mit der Präambel starten und ich Sie einfach bitte um Handmeldung und Sie einbringen, was Ihre Wünsche sind und wir werden dann schauen mit so, ja, nein, heftiges Kopfschütteln, dann können wir Gegenreden reinnehmen, ob das auf Freude stößt oder eher auf Ablehnung. Ich starte. Sie haben es alle vorliegen, genau. Wir werden live im Text mitschreiben, sodass Sie die Änderungen dann auch immer sehen können. Und da geht's schon los. Ich habe nur eine Frage zum Vorgehen. Der eine Arbeitsgruppe ist gemeinsam Änderungsvorschläge erarbeitet worden. Und wäre es sinnvoll, dass das auch der Sprecher der Gruppe mit der Ehe vorkommt? Bin ich hier bereit?
Genau. Ich habe die. Genau, ich habe die SprecherInnen der Gruppen, glaube ich, zumindest 3 von 4 angesprochen und auch gebeten, dass sie immer reinkommen, aber ich bin trotzdem dafür, dass wir es Absatz für Absatz machen, weil sonst wird es extrem unübersichtlich, wenn wir es jetzt Gruppe für Gruppe machen. Dann sagt die nächste, ah, nee, doch nicht und so. Wir wollen sozusagen einmal durch den Text durchkommen. Insofern weiß ich schon, dass es in der Präambel auf jeden Fall Änderungswünsche gibt und ich bitte jetzt einfach die, die diese Wünsche haben, sie zu äußern. Genau. Die Arbeitsgruppe, die ich zu moderieren hatte, hat an dieser Stelle 3 Vorschläge. Der Vorschlag 1 im zweiten Absatz in der zweiten Zeile am Ende, wo steht, spielt die Kultur mehr denn je eine wesentliche Rolle, zu ergänzen, spielen Bildung und Kultur mehr denn je eine wesentliche Rolle. Das ändert den Inhalt nicht wesentlich, macht aber deutlich bereits relativ früh, dass wir der Kirchenmusik eben auch einen deutlichen Bildungsauftrag zuweisen. Genau. Das, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, stößt auf Konsens. Gegenreden, dann machen wir das tatsächlich direkt rein, spielen Bildung und Kultur eine große Rolle. Kultur und Bildung. So wie es Bildung und Kultur ist, klingt musikalischer. Aha, okay. Ich hätte jetzt, na gut, egal. Nee, bitte. Ich glaube, die Kultur liegt näher als der Bildungsauftrag der Kirche. Deshalb würde ich sagen, Kultur und Bildung. Ja, genau, dann machen wir das so, nämlich Kultur und Bildung. Lassen Sie zu ad hoc kurz schnell abstimmen mit der Antwort, denn dann sieht man nur, in welche Richtung die Mehrheit ist. Genau, ich glaube, wenn wir, Kultur und Bildung, können Sie sich damit anfreunden? Ja, gut, okay. Das ist die Mehrheit. War tatsächlich die Mehrheit. Es war ein voller Saal, tatsächlich. Also, wir haben seriöser abgestimmt in unserer Arbeitsgruppe. Aber vielen Dank, ich glaube, da können wir gut mit leben. Im zweiten Absatz, Zeile 6, steht mit ihrer Wirkungskraft allen und unabhängig von eigenen Konfessionen offen. Wir fanden das in unserer Diskussion eine Spur zu sehr auf die Konfessionen eben bezogen und würden gerne ergänzt haben, von unabhängig von eigenen Konfessionen und religiösen Überzeugungen. Wir haben dann eine Weile darüber diskutiert. Man hätte ja auch nur religiöse Überzeugungen oder andere Religionen ausdrücklich benennen. Aber unser Eindruck war, dass wir eben auch sehr viel, ich sag mal, weltanschaulich diffuses um uns herum haben und wollten diesen Text eigentlich nicht darauf verweisen, dass wir nun rein klassisch ökumenisch an dieser Stelle uns offen halten müssen. Da gibt es gleich eine Kommentar. Steht allen offen, finde ich einen eigentlich ganz überzeugenden Vorschlag. Da gibt es noch einen Schluss. Ja, genau. Sagen Sie bitte nochmal, was Sie sagen wollen. Es steht, der Kirchenmusik steht doch auch Menschen offen, die gar keine religiöse Überzeugung haben. Das wird jeder Chorleiter bestätigen. Ja. Genau, das, und die wären tatsächlich durch andere religiöse Überzeugungen nicht gedeckt. Das ist so. Steht allen offen. Dann mache ich jetzt mal tatsächlich richtig mit Handmeldung hier. Wer ist für steht alle offen? Allen offen, ja. Ja, wer ist für andere religiöse Überzeugungen? Wir hatten eben 24. Ja, da haben wir eine klassische Pattsituation tatsächlich an der Stelle. Bitte tragen Sie mal beides ein und wir werden da am Ende nochmal die Präambel uns angucken. Ja, lassen wir uns einfach mal durchkommen und dann genau. Noch einen dritten Punkt. Dazu kann ich eben noch einen Satz sagen. Ich glaube nicht, dass dieser Vorschlag allen im inhaltlichen Widerspruch zu dem stand, was wir hatten. Wir fanden es nur durch diese
Worte akzentuiert, über allen offen kann man schnell hinweglesen, an dieser Stelle akzentuiert, dass wir dem Vorurteil von kirchlicher Arbeit selbstverständlich nur der eigenen Konfession offen zu stehen eben nicht entsprechen. Aber das war jetzt nur zur Erläuterung, ansonsten ist Ihr Verfahrensvorschlag ja gut. Und schließlich meinten wir im dritten Absatz, in der zweiten Zeile, da müssen wir ganz bisschen scrollen, bitte. Im ersten Absatz. Auch wenn die Bedeutung der Kirche in der Gesellschaft abnimmt, kommt der Kirchenmusik unverändert eine grundlegende Rolle zu. Und da würden wir vorschlagen, statt unverändert nach wie vor zu schreiben. Das ändert den Inhalt nicht sehr, aber der Satz, dass sich bei uns gar nichts verändert, ist doch ziemlich steil angesichts dessen, was wir alles so haben. Was wir an Entwicklung erleben. So. Ich sehe große Zustimmung an der Stelle. Dann machen wir nach wie vor. Ja? Wir brauchen Mikros, das wird, glaube ich, sonst echt anstrengend. Das steht in der dritten Zeile von unten, erster Absatz, einschließlich der populären Musik. Und ich würde vorschlagen, diesen Begriff populäre Musik durch christliche Popularmusik zu ersetzen, weil das der Begriff ist, der sich scheinbar im Moment durchsetzt. Da gibt es große Gegenreden schon an dieser Stelle. Ja? Nur ganz kurz. Weiter und was christliche populäre Kultur für die Zukunft sein kann, können wir überhaupt noch nicht beurteilen. Deswegen würde ich das bei der populären Kultur oder Musik belassen wollen. Ja, da gibt es auch Zustimmung bei diesem Änderungsantrag. Werden wir also nicht übernehmen. Gibt es aus den anderen Gruppen bei dieser Präambel Wünsche? Vielen Dank erstmal. Ja, Herr Finker. Bei der Zeile 4, beziehungsweise Musik der Religionen zu einer Grundlegung kommt dabei auch, ach so, auch als... Auch als der Kirchenmusik beziehungsweise der Musik der Religionen zu, auch als Voraussetzung für interreligiösen Dialog. Wir haben jetzt sprachlich da nicht rumgefeilt, das bitte ich dann einfach die Redaktionsgruppe nochmal zu redigieren, aber so in der Art. Mhm. Den religiösen Interesse, sagen Sie gerne was? Also ich würde im Moment, das sage ich jetzt nicht als Präsident, bin ich klüger als andere, weil ich Präsident bin, das ist einfach als Diskussionsbeitrag, erlaube ich mir zu sagen, ich halte das für problematisch. Schon deshalb, weil die Stellung der Musik in den verschiedenen Religionen eine völlig verschiedene ist. Zum Beispiel bei den Muslimen, da geht im Moment die Frage darum, ob man Muezzin-Gesang von den Moscheen zum Beispiel gestattet. In Köln wird es jetzt ein Modellprojekt gehen und so. Das sind aber vollkommen festgelegte Formen, das sind keine eigenen Kunstformen, sondern das sind unmittelbar unmittelbar kanonisierte Formen. Diese christliche Kirchenmusik in der freien Vielfalt von Kulturentfaltungen ist etwas anderes. Deswegen wäre ich im Moment ein bisschen vorsichtig damit, über die Musik einen Austausch der Religion an dieser Stelle schon. Wir werden dazu in anderer Hinsicht morgen sprechen, wenn es über einen künftigen Bundesfachausschuss geht, das kann ich so viel sagen. Aber das in diese Resolution aufzunehmen, halte ich sogar unter fachlichen Gesichtspunkten, aber auf jeden Fall zunächst unter, jetzt sage ich mal, regionspolitischen Gesichtspunkten für voreilig vielleicht. Ja. Okay, dann ziehen wir das wieder zurück aus der Arbeitsgruppe. Der zweite Vorschlag ist am Ende des dritten Absatzes Tradition und Teilhabe. Ein Stückchen tiefer noch, genau. Das dahinter kommt als gemeinsamer Auftrag von Kirche und Staat. Das wollten wir da schon verankert sehen, auch wenn das im nächsten Satz dann nochmal kommt. Erwartungen an die Zivilgesellschaft, die Politik und die Kirchen. Aber das soll verstanden werden hier schon an dieser Stelle als gemeinsame Aufgabe. Das wäre unser Vorschlag. Das wäre wahrscheinlich in der Stoßrichtung des Papiers. Ich sehe aber Skepsis. Diese Skepsis müsste sich aber verbal auch ein bisschen äußern. Woher kommt die Skepsis? Kann irgendjemand, der Skeptiker, etwas dazu sagen? Man postuliert hier das Zusammenwirken von Staat und Kirche. Okay. Also gegen das Zusammenwirken von Kirche und Staat. Was sagt der Einbringer? Ich habe es nicht verstanden, Gabi. Das müssten dann natürlich auch die Leute beantworten, die das mit eingebracht haben. Ich bin jetzt nur. Dann habe ich da eine Wortmeldung.
Also ich denke auch, das geht in eine ähnliche Zielrichtung. Ich glaube auch, das engt zu sehr ein, denn zum Beispiel die Zivilgesellschaft ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor und die würde hier ausgeschlossen. Also ich würde auch dagegen stimmen, diese Ergänzung aufzunehmen. Da wäre ja nochmal die Frage, an wen richtet sich das denn hier? Also wenn es sich an Kirche und Staat richtet, dann wäre es natürlich eine Verstärkung nochmal der Stoßrichtung. Ja, genau. Was würden Sie streichen? Diese gemeinsame Aufgabe kann man deswegen trotzdem streichen. Ich darf hinzufügen, ja, dass der erste Einwand von einer staatlichen Vertreterin kam, ist nämlich die im Hauptberuf die Leiterin des Musikreferats beim Bremer Senat. Und deswegen darf ich sagen, dass dieser Einwand von staatlicher Seite sollte man auch nicht ganz unterstützen. Okay, also ich merke im Raum, Sie haben da eher Skepsis. Oder gibt es jetzt noch starke Befürworter dafür? Dann würden wir das lassen. Und der dritte Gedanke war noch das Stichwort Priorisierung der Kirchenmusik irgendwo vorkommt. Dass uns daran liegt. Priorisierung für Kirchenmusik. Das verstehe ich inhaltlich an der Stelle noch nicht. Was heißt die Priorisierung? Priorisierung gegenüber was der Kirchenmusik? Wer hatte das eingebracht von uns? Ralf oder Wolfgang? Matthias? Dann ziehe ich es wieder zurück, sorry. Gut, dann ziehen wir das zurück. Gibt es zur Präambel weitere Einbringungen? Ja. Danke. Ja, wir haben das so im Detail nicht in der Gruppe diskutiert, deshalb sage ich, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich stelle die Frage, ob der erste Satz in dem zweiten Absatz in Zeiten verkürzt werden kann, und zwar wesentlich, damit einfach die Schlagrichtung ein bisschen deutlicher wird, in Zeiten, in denen die Gesellschaft auseinanderzudriften droht, Spielen, Kultur und Bildung und so weiter. Also ich bin da so gestolpert, musste das dreimal lesen, bis ich es kapiert habe und dachte, wer keine Lust hat, das zu lesen, der hört dann gleich da auf an der Stelle. Ich würde Ihnen auch vor dem Hintergrund der Arbeitsgruppe zur Digitalisierung zustimmen an dieser Stelle. Ich glaube auch, dass es dem Text gut tut, ein bisschen kürzer zu machen. Gibt es Menschen, die unheimlich an diesem Halbsatz hängen? Damit ist er gestrichen. Und ich möchte da ausdrücklich darauf hinweisen, selbstverständlich können alle im Plenum jederzeit was sagen. Wir haben jetzt Arbeitsgruppen sind nur Aufhänger. Wenn Ihnen jetzt noch etwas auffällt, bitte fühlen Sie sich frei, auch etwas zu sagen, was Sie nicht schon heute Vormittag gesagt haben. Da ist eine Wortmeldung und dann dahinter, bitte. Es wird so behauptet, dass Kultur eine wesentliche Rolle spielt. Ist nicht die Absicht zu sagen, die Kultur möge eine wesentliche Rolle spielen? Das würde ich politisch nicht empfehlen, muss ich an der Stelle ganz klar sagen. Diese Behauptung kann sofort beantwortet werden von Menschen, die uns nicht wohlgesinnt sind. Wo steht das und woher haben Sie das und wie wollen Sie das belegen? Also ich glaube sozusagen, wenn man etwas politisch fordern möchte, ist es nicht verkehrt zu sagen, dass man auch politisch etwas darstellt. Ich habe den Eindruck, dass Sie es in den Arbeitsgruppen auch sehr stark deutlich gemacht haben, ich muss es nicht alles ausführen, Demokratieförderung schon alleine, ländlicher Raum, Bildung an sich, Kultur bildet uns, also was sollte man dazu alles sagen? Ich glaube, dafür gibt es genügend Belege und ich hätte eigentlich gedacht, dass Sie auch gerade das Plenum hier sind, die dem nicht widersprechen werden. Also, gibt es Menschen, aber jetzt habe ich ein Plädoyer dagegen gehalten, das ist nicht ganz richtig, gibt es Menschen, die dem zustimmen möchten? Nein, ich sehe jetzt schon Kopfschütteln. Ja, es gab breites Kopfschütteln, Sie können sich hinter mich stellen. So, wir machen weiter. Nein, ich habe eine Wortmeldung dort noch. Ich hatte dort noch eine Wortmeldung und dann, Herr Runau. Ich finde es ein bisschen eigenartig, wenn die Kirchen schreiben, also jetzt hier, auch wenn die Bedeutung der Kirche in der Gesellschaft abnimmt, das hört sich so ewig an, auch wenn die Bedeutung der Kirche in der Gesellschaft derzeit abnimmt. Ich frage mich ja ganz ernsthaft, ob Sie diesen Halbsatz brauchen. Lesen Sie den mal ohne. Der Kirchenmusik kommt unverändert eine grundlegende Rolle zu. Warum müssen Sie die Kirchen runterreden an der Stelle? Was bringt Ihnen das eigentlich? Ich
weiß, dass Sie mich zu... Aber ich würde das klatschen als... Können Sie damit leben, also dass wir es so machen? Ja, gut. Herr Rühner. Ja, mit dem Leiter des Miets habe ich über die 900.000 Menschen gesprochen, die dort im zweiten Absatz stehen, einfach nur damit wir da auch statistisch auf der richtigen Seite sind. Es scheinen rund, oder sagen wir, über 800.000 zu sein. Da liegen wir offenbar ein bisschen drüber, ich weiß nicht 100%, woher diese Zahl in unsere AG. Das sollten also wir dann unbedingt aufnehmen. Ja. Also ich glaube, darüber müssen wir gar nicht diskutieren, okay. Das nehmen wir dann auf. Wir gleichen das dann mit dem Schulmeisterrat ab. Ja. Eine kleine kosmetische Sache, der lange zweite Abschnitt, vielleicht könnte man den noch einmal unterteilen, einfach nur mit einer Leerzeile, und zwar vor in der fruchtbaren Spannung zwischen innerkirchlicher Funktion. Da fängt für mich ein neuer Abschnitt an. Wenn ich das so sehe, da kommt ein Einzeiler oder am Anfang und dann kommt was sehr Langes mit komplizierten Worten. Vielleicht kann man den, genau so. Wir machen das jetzt mal so, wenn die Mitgliederversammlung morgen ganz andere Wünsche hat, dann kann sie es noch ändern. Ist das eine Meldung dort hinten? Nein, das ist keine Meldung. Nee. Gut. So, dann haben wir noch eine Gruppe, die Änderung bei der Präambel einbringen möchte oder Einzelpersonen. Wer das nicht so ist, dann lassen wir die Präambel so und gehen zum ersten Abschnitt. Und ich will jetzt nochmal darauf aufmerksam machen, wir gehen jetzt Abschnitt für Abschnitt durch, aber möglicherweise, wenn Sie einen Abschnitt nach vorne heben wollen würden oder so, müssen Sie es dann einfach bei dem Abschnitt auch sagen. Wir kommen also zum ersten Abschnitt Kirchenmusik, tragende Säule kultureller Vielfalt. Da gibt es einen Wunsch. Ja, also aus unserer Arbeitsgruppe muss ich einbringen, dass wir den Eindruck hatten, dass in dem Text die identitätsstiftende Wirkung von Kirchenmusik noch etwas zu kurz kommt und wir haben keinen genauen Vorschlag, wo die hineingehört. Also die Wahrnehmung ist, die Wirkung der Kirchenmusik für die Entwicklung von Menschen, für eben Identitätsstiftung, auch im persönlichen, in der persönlichen Entwicklung, die ist wichtig, die wird immer wieder angeführt, aber wir haben das Thema Kirchenmusik als Baustein kultureller Bildung in der Punkt 3 eben sehr stark auf die Präsenz in den Schulfächern und im außerschulischen Bildungsbereich zugeschnitten. Und dadurch dann fehlt das Stichwort Identifikationsstiftung. Wir wussten es nicht genau unterzubringen, ob es unter erstens oder als glaube ich, unter 3 einbinden, ne? So wie Sie es jetzt auch schon gemacht haben. Super, nehmen wir schon mal bitte in den Speicher auf. Zum ersten Punkt noch? Zum ersten. Also wenn wir den Punkt 3 stark machen, dann würde sich das eigentlich als Punkt 1 anbieten, denn tragende Säule der kulturellen Vielfalt klingt gut. Wir haben in unserer vorherigen Diskussion auch gesagt, 8 und 9 gehören vielleicht auch ein bisschen weiter nach vorne. Mhm. Also wir sollten uns überlegen, was soll wirklich der erste Punkt sein, der gelesen wird. Ist das der Punkt, ist nur so meine Frage. Mhm. Ich fände es sehr spannend mit kultureller Identität als dritten Punkt zusammen mit dem Bildungsauftrag. Ja, okay, dann einmal noch hier. Ich höre jetzt erstmal die Stimmen dazu. Ich habe nur eine redaktionelle Ergänzung zum Punkt 1. Ich würde diesen letzten Begriff anderer Herkunftskulturen auch mit der anderen Herkunftskulturen setzen, weil die drei sind gleichbedeutend in der UNESCO-Konvention und so entsteht der Eindruck, als ob dieser dritte Punkt ist so ein Anhang. Es ist aber kein Anhang, sondern gleichbedeutend. Das würde ich als gute redaktionelle Angleichung sehen. Trotzdem jetzt nochmal würde ich gerne die Frage danach aufwerfen, ob das auf Zustimmung stößt, diesen Absatz 3 zu 1 zu machen. Ja, da hat Antwort. Also ich bin nicht ganz sicher. Mein Eindruck aus dem, was ich aus Diskussionen im Deutschen Musikrat und der Kulturpolitik mitkriege, ist diese UNESCO-Konvention ein absolut wichtiger Anker für die Kulturpolitik. Und ich glaube, einfach der zu Präsident sagen, nickt. Wenn wir uns auf die UNESCO-Konvention konzentrieren, dann kommen wir nicht dran vorbei, dass die Kirchenmusik wichtig ist. Ist meiner Ansicht nach ein guter Start, auch wenn, ich sag mal, für uns Kirchenleute ist das irgendwie so ein bisschen Mumpe, klar. Aber ich glaube, das ist... Ich habe bei beiden Wünschen sozusagen... wollen Sie auch nochmal? Nee, Sie wünschen, setzen sich dem... Ja, gerne.
Ja, es geht nur um die Formulierung der dritten Säule, Grundsäule. Also ich würde statt und anderer Herkunftskulturen, wer sind die anderen und wer ist die eine, sondern ich würde in dem Fall zunächst einmal sagen, und des gleichberechtigten Dialogs von Kulturen, dann würde ich sagen Kirchen, und dann würde ich versuchen, einen Satz einzubringen im Sinne dieser identitätsstiftenden Wirkung von Kirchenmusik, einfach hier mit hinein. Denn hier geht es ja um Identität bei diesen Säulen. Zu sagen, Kirchenmusik stiftet kulturelle Identität und fördert Dialog. So, ich möchte gerne erstmal, wir nehmen das gleich auf, mein Wunsch war aber, dass wir als allererstes einmal darüber sprechen, ob dieser Absatz 1, der Absatz 1 bleibt oder, ja, da sehe ich jetzt schon nicken, genau. Gut, der Antragsteller nimmt sozusagen zurück. Gut, dann gehen wir jetzt auf Ihren Vorschlag ein, der kommt gleich. Ich würde auch im Sinne der Kürze des Textes das dabei belassen und wie Udo gesagt hat, der anderen Herkunftskulturen, weil sonst wird das so vermixt und das ist in der UNESCO-Konvention, das sind die drei Säulen, die auch in der Knappheit so beschrieben sind. Ja. Ich möchte das nur noch mal verstärken, weil diese drei Säulen sind entscheidend in der UNESCO-Konvention und der Dialog setzt nicht gleichermaßen voraus, dass es diese dritte Säule gibt, sondern spricht nur vom Dialog. Und das ist zu wenig, das ist nicht stark genug. Also damit sind wir leider dann da auch in einer schwierigen Diskussion, nach meiner Meinung. Gut, das mache ich, würde ich jetzt tatsächlich durch Handzeichen lösen wollen, dieses Problem. Ach, Sie ziehen schon zurück. Okay, dann ist der Vorschlag zurückgezogen. Gibt es weitere Wünsche zu diesem ersten Punkt dort? Also das heißt, die Kirchenmusik im beschriebenen Sinne, dass Bedeutung der entfällt. Also die Kirchenmusik im beschriebenen Sinne und entsprechend der UNESCO-Schutz. Ja. Was gerät ins Kippen, wenn die Bedeutung dort bleibt? Ich habe das Gefühl, es wird so ein grammatikalisch Gerät, das eher ins Kippen. Dem möchte ich aus rein sprachlichen Gründen widersprechen. Wenn man nämlich von öffentlicher Wahrnehmung spricht in diesem Satz, dann geht es gerade darum, es geht ja darum, die Bedeutung in der Wahrnehmung zu stecken. Ich finde, dass der Satz gar nicht mehr ganz voll unmittelbar verständlich ist, wenn ich die Bedeutung rausnehme. Ja, dem würde ich zustimmen, grammatikalisch gesehen. Oder rein Sinn nimmt, glaube ich, geht es nicht. Ja. Auch noch aus einem anderen Grund, die Präambel beschreibt an zwei Stellen eben die Bedeutung der Kirchenmusik. Ja. Sie beschreibt nicht die Kirchenmusik. Richtig. Deswegen müsste man an der Präambel auch wieder arbeiten, sonst stimmt die Referenz nicht. Ja, ich glaube, da haben wir uns jetzt schon drauf geeinigt. Gibt es noch eine Einbringung? Ja, okay, das können wir redaktionell hinterher auch noch einarbeiten. Ja, danke. Will ich jetzt einfach, können Sie dann hinterher machen, wie Sie wollen. Genau. Gibt es zum Punkt 1 noch Wünsche? Sonst gehen wir zu Punkt 2. Ja, doch, es gibt. Entschuldigung, haben Sie noch einen Wunsch zu 1? Nein. Dann gehen wir zu 2. Ja, unsere Arbeitsgruppe hat für den Punkt 2 einen Änderungsvorschlag gemacht. Ich lese ihn erstmal vor, dann läute ich ihn oder lese ich nochmal vor. Musikalische Bildungsangebote und gelebte Praxis müssen in allen Lebensphasen zur Verfügung stehen und eine Chance für kulturelle Teilhabe auf allen Ebenen bieten, zum Beispiel in Kindertagesstätten, Schulen, Senioreneinrichtungen etc. Kirchenmusik ist inklusiv und fördert den transkulturellen Dialog. Da sind mehrere Dinge drin, da muss ich es kurz erläutern. Also, das eine Thema war, musikalische Bildungsangebote und gelebte Praxis hier zusammenzunehmen, weil gerade wenn wir jetzt mal gedanklich in die Kindertagesstätten gehen, dann geht es... Bitte fassen Sie sich kurz, wir müssen wirklich noch durchkommen, das ist wirklich der Wunsch. Okay. Wir erklären es aber... Ich versuche dann mal eben jetzt im Staccato zu sprechen. Gelebte Praxis ist gerade vor Ort einfach das, was getan werden muss. Weiter
müssen in allen Lebensphasen zur Verfügung stehen. Wir hatten den Eindruck, dass wenn man Kindertagesstätten und Seniorenheime hier nennt, das zwar angetriggert wird, aber eigentlich politisch etwas unkorrekt ausgedrückt ist. Deswegen eine Chance für kulturelle Teilhabe müssen in allen Lebensphasen zur Verfügung stehen. Hinterher aber zu nennen, zum Beispiel in Kindertagesstätten, Schulen, Senioreneinrichtungen, da sind die Schulen hinzugekommen. Und dann ergänzen, müssen in allen Lebensphasen zur Verfügung stehen und eine Chance für kulturelle Teilhabe auf allen Ebenen bieten. Das meinten wir in den Satz hineinbringen zu können, denn wir wollten als Schlusssatz dieses Absatzes vorschlagen, Kirchenmusik ist inklusiv und fördert den transkulturellen Dialog, weil diese Stichworte dem sonst einfach fehlen. Da gibt es, wir machen jetzt erstmal die Änderungen rein, dann gehen wir es nochmal durch, wie so Ihr Stimmungsbild dazu ist. Ich will aus unserer Arbeitsgruppe noch die beiden Stichworte zum letzten Satz, was Kort gerade sagte, ergänzen, Diversität und Interreligiosität. Und die würden Sie wo gerne eingesetzt haben? Auch das, was Kort gerade sagte, wo war der letzte Satz? Kulturell. Genau dieses Inklusive, also dass man das nochmal benennt. Also auch divers und interreligiös. Transkulturell? Ich würde sagen, dass... Kannst du nochmal gucken, Ralf, so? Das war der Vorschlag aus der Gruppe. Und der zweite Vorschlag war... bezieht sich auf den ersten Satz, hat Kort auch schon ein bisschen präzisiert. Wir haben gemeint, musikalische Bildungsangebote beginnen beim Singen und müssen von und so und dann kommen die ganzen Beispiele. Also, dass das Singen da irgendwie reinkommt. Musikalische Bildungsangebote beginnen beim Singen, sind gelebte Praxis und müssen. Ich glaube, jetzt müssen wir die Vorschläge mal durchgehen. Tatsächlich die wir haben, beginnen beim Singen und sind gelebte musikalische Bildungsangebote. Ganz naiv gefragt, würde man darunter nicht singen schlicht verstehen? Also mir als Laien ist das, und ich würde dafür warnen, alle Schlagworte noch reinbekommen zu wollen, weil das muss lesbar bleiben am Ende. Und also trotzdem, beginnen beim Singen, soll das Singen drin bleiben? Heben Sie mal bitte die Hände, wenn Sie beim Singen drin bleiben. Okay, wir haben noch einen grundsätzlichen Wunsch. Also, es ist leicht, einen Text zu erweitern. Ich habe jetzt allerdings meine Frage, ob wir wirklich mehr sagen, wenn wir mehr Worte aufwenden, oder ob nicht so knapp und präzis die Formulierung bisher war, eigentlich alle Anliegen genannt sind. Wir kommen sonst auf eine doppelt so lange Resolution und damit ist, glaube ich, niemandem gedient. Im Moment sind wir da, glaube ich, noch nicht. Vielen Dank aber für das. Ich glaube auch, dass sozusagen Knappheit gut ist. Trotzdem ist ja unser Wunsch hier nochmal, manche Sachen haben wir auch rausgenommen und Sachen reinzubringen, die unbedingt fehlen. Deshalb, ich habe eben ungefähr 8 Anmeldungen beim Fürsingen. Wer ist dagegen? Ja, das ist die Mehrheit. Dann kommt das bitte raus. Sind gelebte Praxis, die Praxis ist neu drin. Da gibt es eine Gegenrede. Ja. Ich war auch in der Gruppe. Es ging darum, musikalische Bildungsangebote und gelebte Praxis. Ist nochmal was anderes, weil es geht nicht nur um Bildung, sondern es geht auch darum, Musik als Umgangsform zu leben. Das ist inhaltlich ein Unterschied. Gut, dann auf jeden Fall das und rein. Das ist, glaube ich, wirklich ein ganz anderer Sinn. Gibt es dafür, auch nochmal vielen Dank für die Erläuterung, eine Mehrheit, wer dafür ist, für die Praxis, der hebe bitte seine Hände. Das ist die deutliche Mehrheit, das lassen wir auf jeden Fall drin. So, dann haben wir die Erweiterung Vorherstands von den Kindergartenstätten bis in Senioreneinrichtungen. Jetzt ist die Lebensphasen sind sozusagen nochmal ausdekliniert worden. Kann man den Satz zum Beispiel weglassen? Genau, dass wir einfach nur stehen müssen in allen. Ja, wobei sie natürlich mit den. Ach so, einfach nur das zum Beispiel raus. Ja, genau. Ja. Das sind Musikschulen, werden damit draußen, ja. Was ich nicht verstehe, ist, dass die Kindertagesstätten, dass das Singen dahin verlagert wird mit Kindern. Das ist ja nicht der einzige Ort, sondern im Gegenteil ja der Kinderchor. Und genau. Der ist nicht in der Kindertagesstätte. Also das verstehe ich nicht.
wäre denn, wenn Sie, ich sehe die ganzen Wortmeldungen, ich komme gleich darauf zurück, aber in allen Lebensphasen, also ohne die Ergänzungen, wäre da nicht das Anliegen auch vielleicht drin? Können wir uns darauf einigen? Können Sie, wenn Sie dafür sind, Ihre Hände heben? Ja, ja, das ist... Nee, da gibt es noch eine Gegenrede. Wir wollten ganz bewusst mal präzisieren an dieser Stelle, damit zum Beispiel impliziert wird, es könnte möglich sein, Ausbildungen für Erzieher, Erzieherinnen in der Kita oder für Betreuung in Senioreneinrichtungen auch musikalisch zu unterstützen. Also wir wollten ein paar sehr konkrete Sachen einfach mal benennen, die vielleicht dann irgendwann auch mal Folgen haben. Also der Vorschlag, den ich eingebracht hatte, der einfach durch die Ergänzungsgeschichten dann immer wieder ein bisschen durcheinander kommt, war hinterbieten, das zum Beispiel anzuschließen. Das stand da eben plötzlich anders. Also in allen Lebensphasen zur Verfügung stehen und eine Chance für kulturelle Teilhabe für alle bieten. Und dann kam die Exemplifizierung zum Beispiel im Kindergarten, in Schule, in Senioreneinrichtungen. Weil natürlich kulturelle Teilhabe für alle in der Tat in der Kindertagesstätte stärker stattfinden kann als im kirchlich angebotenen Kinderchor. Mhm. Ja, ja, danke. Da gibt es noch mal eine Stimme zu. Sie wollten sich? Ja, ich gehe jetzt noch mal weiter. Kirchenmusik ist inklusiv, divers und transkulturell. Das ist sie nicht. Das ist jetzt unreflektiert, finde ich. Also Kirchenmusik hat als Männermusik angefangen und das ist eine lange Tradition, die bis heute reicht. Und das können wir nicht einfach behaupten, dass es nicht so ist. Ich will jetzt gerne trotzdem nochmal, weil ich sonst das Gefühl habe, diesen Einwand zu schlicht zu ignorieren. Ich komme darauf sofort zurück. Wir hatten jetzt aber tatsächlich eben, war nochmal eingebracht worden, ob es nicht wegen der politischen Stoßrichtung doch diese Präzisierung mit Kindertagesstätte etc. braucht. Deshalb würde ich das gerne doch nochmal abstimmen. Also Sie müssen sich vorstellen, dahinter, wo jetzt der Punkt ist, ein Komma zum Beispiel in Kindertagesstätten, Schulen und Bildungseinrichtungen. Wer ist für diese Ergänzung? Entschuldigung, kleiner Einwurf, könnte man das unter Punkt 3 unterbringen? Weil das ist ja kulturelle Bildung im weitesten Bereich. Genau. Also, wer möchte das drin haben, diese praktischen Ergänzungen? 1, 2, 3, 16, 17, 18. Wer ist dagegen? Ja, die große Mehrheit. Hm. Die Kirchenmusik jedenfalls nicht. Es ist nur so, wenn wir den Satz jetzt rausnehmen und den ersten Satz, so wie er jetzt gerade abgewinkt wurde, lassen, dann kommt die Kirchenmusik nicht mehr vor. Und deshalb muss sie dann, weil sie steht jetzt in dem Satz, ist inklusiv, divers und kulturell, ich will nur sagen, eben hieß es ja noch, und Kirchenmusik einschließen. Aber das ist jetzt bei der Satzbildung vorne nicht mehr so einfach anzuhängen, also nur, dass man den Satz noch in eine vernünftige Form bringt. Also wenn ihr... weiterhin dabei sein, der Kirchenmusik. So, also wir nehmen jetzt mal das zum Beispiel in Kindertagesstätten bitte raus. So, jetzt gibt es vorher, hieß es, also der Wunsch ist, dass Kirchenmusik natürlich auf jeden Fall drin bleibt, aber es gibt ein Votum gegen diese Verschlagwortung dort. Ja. Ja, ich wollte gerne dafür sprechen. Wir haben in der Arbeitsgruppe darüber gesprochen, haben uns allerdings nicht für die ganze Phalanx entschieden, sondern nur für inklusiv und transkulturell. Warum? Das ist kein Thesenpapier, sondern steht ausdrücklich oben drüber, es werden Erwartungen an die Zivilgesellschaft, Politik und die Kirchen ausgesprochen. Und ich glaube, es geht nicht darum, dass wir die Kirchenmusik abgrenzen, dass sie in ihrer eigenen Bubble bleibt, sondern dass sie interkultureller wird und sich öffnet. Und diese Öffnung, ist meine persönliche Meinung, sage ich mal so, sollte unbedingt sichtbar werden. Klar ist das ein Begriff, der ganz stark besetzt ist, aber ich finde es wichtig. Dankeschön. Mhm.
Noch ein Votum direkt dazu? Ja, weil ich schon glaube, dass in dem Satz für alle aus unserer Überzeugung das drinstecken sollte und ansonsten eher das Argument trägt, was wir offensichtlich so gar nicht sind. Im Moment ist eher ein Stolperstein beim Lesen. Und da wir eben eher für die Verkürzung waren, würde das auch dafür sprechen, dann lieber das inklusiv, divers und transkulturell auszulassen und uns bewusst zu machen, dass wir wirklich für alle meinen. Mhm. Genau. Uns, wobei es muss schon so gerichtet sein, dass es ja nach außen funktioniert. Ja, aber in dem Fall tatsächlich das interne Wissen, was wir damit meinen und das anzugehen. Mhm. Aber also für sozusagen Text, nicht die. Also so im Speicher zu halten für unsere Bearbeitung dessen. Gut, da müssen wir aber immer noch, also jetzt erstmal die Frage, wer ist gegen inklusiv, transkulturell und divers, also nicht auf der Textebene? Das ist eine große Mehrheit. Jetzt müssen wir trotzdem aber den Einwand wahrnehmen mit der Kirchenmusik. Der funktioniert nämlich jetzt nicht mehr. Gut, nicht gut. Ja? Ja, da gibt es einen Wunsch. Aber wenn wir jetzt vorne. Aber würde man das nicht, also kirchenmusikalische Bildungsangebote und gelebte Praxis, da würde ich jetzt die Kirchenmusik auch auf die Praxis bezogen lesen. Gelebte Praxis? Naja, also ich glaube sozusagen, so wie ich sie jetzt verstanden habe, gelebte Praxis meint eben tatsächlich das abendliche gemeinsame Singen oder wie auch immer. Da gibt's. Dann kann man schreiben, kirchmusikalische Angebote, die schließen Bildung und die Praxis ein. Ja, wobei ich da glaube, dass der Begriff Bildung an der Stelle wahrscheinlich bei den Vätern und Müttern dieses Dokuments an der Stelle gewollt war, weil es natürlich nochmal eine andere politische Stoßrichtung hat. Aber die Überschrift ist kulturelle Teilhabe, die Bildung kommt an anderer Stelle vor. Gut. Also kirchmusikalische Angebote. Ich war gar nicht bei den Verfassern des Urpapiers, des Entwurfs. Aber das ist ja wie immer schon eine große Gruppe gewesen, die sich Gedanken gemacht hat. Ich meine, man kann immer auch ganz andere Dinge sagen. Aber ich sage es jetzt mal so. Aber so kann man in einer großen Versammlung nicht zu ganz klaren Ergebnissen kommen. Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich glaube, am Ende wird nie jeder mit jedem Wort in der Resolution persönlich einverstanden sein, sondern hätte es vielleicht anders gesagt. Und aus der Erfahrung zum Beispiel aus der deutschen UNESCO-Kommission heraus darf ich nur sagen, wenn man in einem begrenzten Zeitraum durch so ein Papier kommen will, dann gibt es normalerweise einen Antrag zu einer Textänderung an einer Stelle, eine Gegenrede und dann wird abgestimmt deswegen und dann hat man per Hand, zack, Mehrheit ist da und dann geht es weiter, weil es nicht anders geht vom Tempo und man muss das gemeinsam akzeptieren. Und deswegen, ich muss sagen, die Urfassung war ja, Bildungsangebote stand in der Urfassung und die Praxis ist hinzugekommen. Damit ist das Spektrum ja erweitert und das ist sicher auch vernünftig. Und jetzt ist schon umformuliert worden, die ursprüngliche Formulierung von den Kindertagesstätten bis Seniorenheim in allen Lebensphasen und Chance für kulturelle Teilhabe. Aber wenn wir, so wie die Diskussion läuft, diesen Artikel noch weiter länger diskutieren wollen, kommen wir gar nicht mehr weiter. Ich bitte Sie. Gut, wir müssen ja aber trotzdem hier irgendwie einen Text machen, der am Ende funktioniert, für jedenfalls die große Gruppe. Wir haben jetzt kirchenmusikalische Angebote, kirchenmusikalische Angebote müssen in allen Lebensphasen zur Verfügung stehen und eine Chance für kulturelle Teilhabe für alle bieten. Der nächste Satz kommt raus und in den kirchlichen Tagesstätten und so weiter, sie bieten generationenübergreifend und transkulturell eine Chance für niedrigschwellige kulturelle Teilhabe auf allen Ebenen. Das wäre der Satz. Und im nächsten Satz geht es mit der Bildung weiter. Für mich ist der letzte Satz eigentlich obsolet, weil er ist doppelt gemoppelt. Im Grunde ist im ersten Satz wird es bereits gesagt. Das muss man nicht nochmal erwähnen. Das meint das Gleiche. Ja, da gibt es, glaube ich, viel.
nicken, dann nehmen wir diesen Satz auch noch raus und haben sogar gekürzt. Dann kommen wir zum dritten Punkt, nämlich Kirchenmusikbaustein kulturelle Bildung. Welche Anträge gibt es dort? Oder soll er so bleiben? Okay, solche redaktionellen Anträge, das würde ich tatsächlich der Mitgliederversammlung überlassen, weil es da letztlich einfach um was geht, wie wollen Sie am Ende das Papier als Pressemitteilung rausnehmen. Ja. Kirchenmusik ist Teil außerschulischer Bildung und kommt hier eigentlich nirgends vor. Inwiefern kommt das nicht vor? Teil. Okay. Gut, alles klar. Wird zurückgezogen? Ja. Ich berichte ja auch nur aus unserer Gruppe 3. Sonst stimme ich Christoph Krummacher voll zu. Also der Text ist eigentlich mir persönlich zu lang. Aber ich berichte trotzdem, was gewünscht wurde, nämlich dass kulturelle Bildung mit Redekultur und Spracherwerb zu tun hat und dass das durch Kirchenmusik erfolgt. Also die ganze Ausbildung von Kommunikation und einem Regelwerk zum Sprache bilden. Und dann war die zweite Sache noch, ob man einführt, das ist eine Spezifizierung, dass man in den Schulfächern das auch in die Lehrpläne verankert, ob man da sowas formuliert hier, ja, dass man einfach nochmal klar macht, das muss auch in die Lehrpläne hinein. Und angesprochen wurde der Fachlehrermangel, ne? Das hat jetzt an dieser Stelle nichts zu tun, aber letztlich berührt es inhaltlich dieses Feld Punkt 3. Das zweite wäre ja nochmal ein sehr konkreter Wunsch, also sollen die Lehrpläne auftauchen an dieser Stelle? Das wäre eine Präzisierung, die, ich glaube, sozusagen strukturell an vielen anderen eben so nicht ist, aber wollen Sie die Lehrpläne an der Stelle erwähnen? Großes Kopfschütteln. Der erste Wunsch war es sozusagen nochmal zu verlängern, da habe ich auch schon verschiedenes Kopfschütteln gesehen, aber nochmal, gibt es da noch weitere Fürsprecher für diese ersten? Ja, den gibt es dort. Wie wäre die genaue Formulierung, die Sie da rein haben wollen würden? Wie ist die genaue Formulierung? Wir haben leider nicht über Formulierungen nachgedacht. Mhm. Wir wollten nur Impulse geben, worüber noch nachzudenken ist. Uns ist es klar gewesen, dass das die Sitzung hier verlängern würde, aber wir haben keine konkreten Vorschläge. Es sollte nur reinkommen, der Begriff Redekultur und Spracherwerb. Mhm. Okay, wer möchte Redekultur und Spracherwerb drin haben? Gut, dann machen wir an der Stelle weiter. Gibt es weitere? Ja? Also es ist mir jetzt richtig peinlich, denn eigentlich sollte jemand, der mehr oder weniger so eine Gesamtleitung hat, nicht ständig sich melden. Aber es fällt mir sehr schwer, das stehen zu lassen. Und zwar deshalb, weil das, also jetzt Kirchenmusik herzunehmen als Baustein für das Erkennen von Zusammenhängen aktueller gesellschaftlicher Themen, ich glaube, dass das eine Form von Instrumentalisierung ist, die den meisten fernliegen würde, das muss ich jetzt mal sagen. Ja. Ich würde sagen, Kirchenmusik ist ein bedeutender Baustein musikalischer kultureller Bildung. Punkt. Sie bedarf einer verstärkten Präsenz in künstlerischen und anderen Schulfächern, wie auch im außerschulischen Bildungsbereich. Es geht doch einfach darum, deutlich zu machen, dass in der kulturellen und musikalischen Bildung Kirchenmusik einen bedeutenden Stellenwert hat und dass man auf den Hinweis und den entsprechend einbringen muss. Aber ich würde das nicht hernehmen zum Erkennen gesellschaftlicher aktueller Zusammenhänge. Ja? Wir brauchen da ein Mikro, bitte. Jetzt ist gut, ich hab sie doch schon. Dankeschön. Also ich finde das sehr gut. Und es würde, um das noch in Erinnerung zu bringen, den Wunsch meiner Gruppe an einer Stelle, Kirchenmusik hat identitätsstiftende Wirkung, unterzubringen, möglicherweise hier ermöglichen. Mhm. Nämlich als zweiten Satz, Kirchenmusik ist bedeutender Baustein für musikalische und kulturelle Bildung. Sie hat identitätsstiftende Wirkung. Sie bedarf einer Präsenz. Wir tun es mal als Vorschlag rein, wenn wir es einmal an der Wand haben, dann. Ja. Okay, wir können das, glaube ich, am Ende nicht ganz jetzt ausdiskutieren, sondern meine Frage ist jetzt erstmal mit dieser Streichung der gesellschaftlichen Themen, sind Sie damit einverstanden? Da gab es schon großes Klatschen, ja, damit sind Sie einverstanden. Jetzt ist die Frage, dann sind wir bei Kirchenmusik ist bedeutender Baustein für musikalische und kulturelle Bildung. Der Satz steht, sie hat identitätsstiftende Wirkung,
Wir stimmen einfach darüber ab, wer ist dafür. Jeder von uns ist geprägt durch die Kirchenmusik. Jeder hat seine eigene kulturelle Identität. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wenn ich vorhin höre, wir haben Limburger, wir haben Domspatz, wir haben Thomaner, man ist identitätsgeprägt. Ja, aber auch sonst in der Kirchenmusik, wenn ich einen Kinderchor habe und überall, also Leute, das sind so grundlegende Begriffe, die wir brauchen. Damit ist, glaube ich, sowas gemeint, wie Herr Hilgert eben auf dem Podium auch gesagt hat, dass sein ganzes Leben dadurch geprägt ist, dass er eben diese musikalische Vergangenheit hat. Jetzt stimmen wir darüber ab, Entschuldigung, wir müssen hier durchkommen. Wir stimmen jetzt darüber ab, wer möchte identitätsstiftende Wirkung drin haben. Ja, das ist, bin ich mir ziemlich sicher. Die Gegenstimme bitte. Ja, damit sind wir zwei Drittel dafür, ein Drittel drunter tatsächlich. Also das heißt, die bleibt dann drin, wenn es morgen in der Mitgliederversammlung auch so kommt. Gibt es jetzt weitere Wünsche? Eben sah ich noch eine Handmeldung dort. Entschuldigung. Okay, gut. Okay, dann gibt es... Bedarf der Präsenz, ja, das ist richtig. Ich glaube, am Ende wird man sowieso wahrscheinlich noch einmal reingucken müssen, ob jeder Satz rein von der Grammatik her und Syntax geht. Gibt es weitere Wünsche zu diesem dritten Punkt? Dann kommen wir zum vierten Punkt. Kirchenmusik braucht mediale Präsenz. Ja. Ich war in keiner Arbeitsgruppe, bin aber unmittelbar mit dem Thema beschäftigt. Ich frage mich, ob es sinnvoll wäre zu ergänzen, vielleicht am Ende als Nachsatz, auch als journalistischer Gegenstand. Die Sender sagen natürlich, wir senden Kirchenmusik, wir senden die Thomaner, wir machen alles Mögliche, aber wenn ich sehe, in meinem Bereich des Kirchenmusikjournalismus stehe ich deutschlandweit ziemlich alleine da. Also es kommt inzwischen auch vor, dass der Deutschlandfunk mich anruft, um in Krefeld eine Oratorienaufführung zu besprechen. Also vielleicht das journalistische Element zu stärken irgendwie. Gut, können wir das mal aufnehmen, auch als journalistischer Gegenstand? Also ich würde es am Ende auch als journalistischer Gegenstand. Ja. Ja. Da gibt es ein breites Nicken. Das lassen wir drin. Gut. Gibt es noch weitere? Dort gibt es noch einen Wunsch? Ja, wir hatten in der Arbeitsgruppe das Stichwort Feuilleton. Also das bezieht sich da auf die journalistische Arbeit. Also der ganze Kulturberichtsbereich, ne? Also Feuilleton. Aber das wäre doch in journalistischer, in seiner ganzen Breite drin. Da würde ich mich nicht aufs Feuilleton alleine beschränken lassen. Ja, gut. Weitere Wünsche dazu, zu dem vierten Absatz. Dann kommen wir zum fünften Absatz, Kirchenmusik, lebendiges musikalisches Erbe. Ja. Streichungsvorschlag. Und zwar ab vorletzter Zeile verstärkt werden, Punkt, und danach alles streichen. Und sogar vor verstärkt werden noch streichen, eher noch. Das heißt, der Satz heißt, in Gottesdiensten und musikalischen Bildungsangeboten verstärkt werden, Punkt. Also die Verlebendigung und Vermittlung, das aber schon noch. Die Verlebendigung und Vermittlung müssen in Gottesdienst Musik so, wie es da steht. Gut, okay, da gibt es eine Gegenrede. Ja, Gegenrede auf jeden Fall, weil das ist ja die falsch verstandene Anschlussfähigkeit. Beschreibt ja genau die Beispiele, wo man denkt, mit schlecht gemachten Sakropop junge Menschen in die Kirchen zu holen. Und das wollen wir damit sehr weich umschrieben, aber immerhin, wir wollen es platzieren. Ja, da gibt es noch einen. Ich habe drei Wortmeldungen, danach stimmen wir ab. Das hatte in der Gruppe, die Herr Michaelis moderiert hat, ganz klar auch Streichungsvorschlag, also das sehen wir ganz genauso, eben gerade um diese unterschwellige Diskrepanz oder diesen Streit nicht weiterzuführen. Also für Streichen war das Votum, ja? Ja, von meiner Seite auch fürs Streichen, weil im nächsten Absatz verlangen wir genau dieses oder setzen das voraus, dass populäre Musikgenres auch, ich habe das schon, glaube ich, dann richtig verstanden. Und für mich ist das so eine etwas schwierige Sowohl-als-auch-Formulierung. Deswegen wäre ich immer dafür,
die Anschlussfähigkeit, die falsch verstandene Anschlussfähigkeit zu streichen, weil wir stehen für die richtigen Modelle. Also ich verstehe das, aber ich kann es inhaltlich nicht mitgehen. Okay, wir können. Dann haben wir da jetzt noch eine Wortmeldung und da hinten gab es noch eine und dann. Ja. Ich widerspreche gut. Aber einfach noch anhalten, reden. Ich widerspreche Ihnen ungerne, aber hier sind unterschiedliche Dinge gemeint. Das Plädoyer für die vielen Genres und Stilrichtungen ist was anderes als das, was ursprünglich mit der falsch verstandenen Anschlussfähigkeit gemeint war. Ich habe heute Vormittag, wenn ich mich selbst zitieren darf, entschuldigen Sie, mal davon gesprochen, dass es darauf ankommt, dass wir auch den Mut zu Ansprüchen haben. Und genau das ist damit gemeint. Dass falsch verstandene Anschlussfähigkeit darf nicht Mutlosigkeit bedeuten oder kritisiert genau die Mutlosigkeit, überhaupt noch Ansprüche zu erheben. Vielen Dank. Deswegen halte ich das für wichtig. Das war ein Plädoyer dafür. Dort eine Wortmeldung, dann haben Sie sich ein Meinungsbild hoffentlich bilden können und dann stimmen wir ab. Sie können also schon das Mikro. Ich bin absolut für Streichen, weil wer definiert, was eine falsch verstandene Anschlussfähigkeit ist? Und ich finde auch, dass es im nächsten Absatz ja auf die Qualität ausgeht. Gut, dann noch eine Rede hier. Also in unserer Arbeitsgruppe war die Meinung auch, dass, also es ist richtig verstanden worden, es war aber die Meinung, dass es zu komplex ist und zu viel Assoziationen in irgendeine Richtung auslösen kann, darum auch für Streichen plädiert. Allerdings eher noch verstärkt und von allen kirchlichen Entscheidungsebenen unterstützt werden. Also eine gewisse Zielrichtung, liebe kirchliche Entscheidungsgremien, ihr müsst das unterstützen und nicht konterkarieren. Darum nochmal hat meine Arbeitsgruppe gesagt, eher noch verstärkt werden und von allen kirchlichen Entscheidungsebenen unterstützt werden. Mhm. Okay, dann stimmen wir jetzt das getrennt ab, also ob wir diesen Halbsatz dazu nehmen. Jetzt geht es erstmal darum, ob wir die falsch verstandene Anschlussfähigkeit drin haben. Ich bitte, wenn wir sie rausnehmen sollen, die falsch verstandene Anschlussfähigkeit, melden Sie sich bitte jetzt. Ja, es ist tatsächlich eine sehr, da habe ich gar nicht hingeguckt, ja, es ist eine Riesenmehrheit. Gegenstimmen, einfach um das mal zu sehen. Ja, das ist sehr klein, wir nehmen das ja damit raus. Genau, ich würde gerne noch das weiter abstimmen kurz. Ja, die zweite Sache, die jetzt aber noch ist, sind die kirchlichen Entscheidungsebenen und zwar in der verstärkten Form, also auf allen kirchlichen Entscheidungsebenen sollte hinten dran, richtig? Unterstützt werden, genau. Ich glaube, die kirchlichen Entscheidungsebenen waren das, was das Relevante war. Ja, ich glaube auch, dass das politisch klug ist. So. Jetzt habe ich tatsächlich nochmal einen Rückgriff, das ist ungewöhnlich, wenn etwas schon beschlossen war, aber ich glaube, das schlägt die Brücke zwischen immerhin einem Drittel hier im Saal, die das mit der Identität eben nicht ganz verstanden sahen. Ich würde das hier tatsächlich reinnehmen und zwar finde ich, wenn man an das Ende des ersten Satzes das hochaktuelle musikalische Erbe ist ein Eingangstor zum Verstehen und Erleben der zeitgenössischen eigenen und anderer Herkunftskulturen und insofern identitätsstiftend, dann ist hiermit Ihre Frage eben beantwortet, was ist damit gemeint mit identitätsstiftend. Ich finde, dass es hier hinpassen würde, dann könnte man das an der anderen Stelle rausnehmen. Ob das da gut hinpasst, ob das jetzt eine Mehrheit findet und insofern identitätsstiftend. Dort rein. Ich stimme darüber jetzt nochmal ab. Wer ist dafür, dass das an dieser Stelle eingefügt wird? Ja, das ist also eine große Mehrheit, mehr als zwei Drittel sogar. Dann machen wir das an der Stelle so. Ah, ja, ja, genau, ja. Gut. Ja, sonst haben wir ein bisschen viel Identität. Gibt es noch? Jetzt schauen Sie sich noch mal einmal den Absatz bitte an, zu 5. Noch weitere Änderungen, geht es um 5? Ja, da noch mal bitte. Ich verstehe den Begriff hochaktuelles musikalisches Erbe nicht. Das ist für mich ein Widerspruch in sich. Ja. Und es geht später im Satz um das Verstehen und Erleben der zeitgenössischen eigenen und anderen Herkunftskulturen. Das musikalische Erbe, unabhängig davon, ob es aktuell ist oder nicht, ist ein Eingangstor. Das hochaktuell ist für mich unsinnig, sorry.
Kann ich viel mit anfangen, aber Sie? Mir hat das auch gestört, auch die beiden Adjektive da. Wenn wir es drin lassen wollen, kann man sagen, das musikalische Erbe ist hochaktuell und ein Eingangstor zum Verstehen und Erleben. Oder wir streichen es. Möglicherweise könnte man es auch einfach streichen, weil es so ein bisschen eine Worthülse ist. Genau, dann streichen wir das an der Stelle. So. Sie, Entschuldigung, ja. Können Sie das Mikro nehmen, nur dass alle Sie gut hören? Ja. Unsere Gruppe hatte noch einen Vorschlag für einen neuen Punkt. Mhm. Und ich wollte jetzt den nicht als allerletztes um eine Minute vor sechs einbringen. Deshalb mache ich das jetzt. Und zwar geht es darum, die kirchlichen Entscheidungsträger aufzufordern, die Kirchenmusik als Teil des, als strukturellen Teil in den Zukunftsplänen mit zu berücksichtigen. Ich habe mal einen Vorschlag gemacht, also Punkt X, der käme jetzt sozusagen entweder jetzt als sechster Punkt oder wann auch immer dazu. Überschrift: Kirchenmusik braucht Rückhalt in ihrer Kirche. Die Kirchenleitungen müssen die Musik als integralen Bestandteil ihrer gesellschaftlichen Aufgabe erkennen und ihre strukturellen Überlegungen für die Zukunft einbeziehen. Das ist sozusagen meine Formulierung, kommt aber aus der Diskussion unserer Gruppe heraus. Ja, genau. Ich glaube, Sie müssen es nochmal diktieren, damit wir das drin haben. Ja, die Kirchenleitungen. Kirchenmusik braucht Rückhalt. In ihrer Kirche, steht schon da. In ihrer Kirche? Die Kirchenleitungen müssen die Musik als integralen Bestandteil ihrer gesellschaftlichen Aufgabe erkennen und in ihre strukturellen Überlegungen für die Zukunft einbeziehen. Ja, da gibt es eine Gegenrede. Nee, keine oder Gegenrede, sondern den Fakt, dass das zu Punkt 7 inhaltlich gehört. Also das war in unserem Ausschuss Ökonomie, waren das genau die Themen, die diskutiert wurden. Und letztlich steckt das da in den strukturellen Rahmen gesicherten Arbeits- und Ausbildungsstrukturen, die wir schon angesprochen hatten. Da würde es einfach hinpassen, auch wenn Sie das jetzt schon genannt haben. Also das ist jetzt überhaupt keine Gegenrede, sondern nur als Teil. Okay, wo man es inhaltlich hinpackt, ja. Dort. Und dann da hinten bitte. Da würde ich eine Gegenrede gerne halten. Und zwar, ich sehe das schon als eigenen Punkt, Rückhalt äußert sich gerade nicht nur in finanzieller Unterstützung in dem Bereich der Ökonomie, sondern geht ja nochmals wesentlich darüber hinaus und wird daher, wenn wir das in den Punkt 8 einbauen, eher eine Verkürzung dieses Vorschlags, dieses Rückhalts in den Strukturen sehen. Okay, dann haben wir einmal dort, dann Sie und dann... Ich finde, der Satz ist richtig. Mhm. Ich finde, er gehört hier nicht her, weil dieses Papier zuallererst die Politik adressiert und danach auch die kirchlichen Gremien. Und das ist dann hier einfach falsch. Das ist halt ein starker Akzent darauf, ne? Ich glaube, das muss man sich bewusst sein, ja. Ja, ich sehe das aber durchaus beidseitig, sowohl innerkirchlich wie auch nach außen. Also wir adressieren beide. Und ich finde es gut, das als einen Punkt zu nehmen, würde nur ergänzen wollen, wir adressieren nicht nur die Kirchenleitung, sondern auch die Kirchenparlamente, die Synoden. Denn dort fallen oft die unmöglichsten Vorschläge und die müssen wir auch erreichen. Jedenfalls als EKD-Synodale kann ich Ihnen zustimmen, dass das durch diese Synode gehen muss. So, wir haben jetzt noch 15 Minuten. Dort eine Wortmeldung, dort eine Wortmeldung. Also ich möchte nur kurz erwähnen, dass ich durchaus auch vernünftige Synodenentscheidungen kenne und dass ich finde, dass in der Formulierung eine Menge Unterstellung rauszulesen sein kann, nämlich dass die Kirche es immer noch nicht kapiert hat und außerdem strukturell ignorant sich gegenüber der Kirchenmusik verhält. Ich liebe meine Landeskirche auch nicht immer, aber das kann ich für meine Landeskirche nicht unterschreiben. Das ist ja noch keine Kritik, das heißt, Sie müssen es erkennen und wer es schon erkennt, braucht sich ja nicht angesprochen zu fühlen. Ja, das würde ich tatsächlich auch so sehen. Ja? Also,
ich habe auch lange Zweifel gehabt, auch in unserer Arbeitsgruppe. Sie müssen es näher ranhalten, das Mikro näher dran halten. Einfach nur an den Mund halten. Ja. Ob wir einen Satz reinnehmen sollen, der sich an die Kirchen richtet. Und ich habe dann gedacht, es ist doch gut, weil dieser Text auch dem dienen kann, dass Kirchenmusiker sich in der Kirche auf ein Papier des Deutschen Musikrats berufen können. Und deswegen bin ich entschieden für einen solchen Satz. Ich glaube auch, dass das strategisch nicht unklug ist. Ich verstehe, dass es ganz viel Austauschbedarf gibt an dieser Stelle. Ich glaube, dass die Argumente dafür und dagegen im Wesentlichen ausgetauscht sind. Und ich sehe auch Nicken darüber. Deshalb möchte ich jetzt gerne an dieser Stelle tatsächlich einfach zur Abstimmung kommen und möchte Sie fragen, ob Sie diesen Absatz reinnehmen möchten. Und wer dafür diesen neuen Absatz ist, der hebe jetzt bitte die Hand. Das ist eine große Mehrheit. Ich mache einmal die Gegenprobe. Wer ist dagegen? Ja, das sind tatsächlich ganz wenige und wahrscheinlich haben wir ein paar Enthaltungen. Dann werden wir das so aufnehmen. Dort gibt es noch eine Wortmeldung. Doppelung im Absatz davor wieder streichen und von allen kirchlichen Entscheidungsebenen unterstützt werden. Das ist eine Doppelung. Dem würde ich tatsächlich rein vom Aufbau des Papiers auch zustimmen. Ja, gut, Sie auch dem Einbringer, der stimmt auch zu, deshalb nehmen wir das da raus. Dann kommen wir zum ursprünglich sechsten, jetzt Punkt 7. Kirchenmusik stilfältig in die Zukunft führen. Gibt es dort Wünsche? Einmal dort. Das ist hier ein ganz schön sportlicher Job. Ich muss mich jetzt schon sehr bedanken bei Ihnen. Ja. Ja, ich würde gerne eine Kürzung anregen, weil eigentlich zweimal das Gleiche gesagt ist. Die Kürzung könnte lauten, das Repertoire der Kirchenmusik muss erweitert werden. Und dann im nächsten Satz heißt es nämlich, unabhängig von Genre und Stilrichtungen wird es darauf ankommen, dass. Und da ist eigentlich schon drin, dass wir die verschiedenen Stilrichtungen, den Einsatz und so weiter wollen. Das braucht man nicht zweimal zu sagen. Da sehe ich viel Nicken. Gut. Dann gibt es noch eine weitere. Jemand? Nein, dann hat sich das schon erledigt. Da gibt es noch einen Wunsch. Ja. Ja, Stil vielfältig ist kein Begriff. Ich glaube auch, dass es nicht im deutschen Duden vorkommt. Kirchenmusik stilistisch vielfältig wäre eine Möglichkeit zur Güte. Stilistisch vielfältig, dann ist klar, was damit gemeint ist, aber es ist ein deutsches Wort. So, gibt es weitere Wünsche zu diesem Absatz, neuen Absatz 7? Dann kommen wir zum nächsten Absatz. Das ist Kirchenmusik Faktor Ökonomie. Dort gibt es einen Wunsch. Ja, als Moderator der Arbeitsgruppe Kirchenmusik und Ökonomie habe ich versucht, was wir in der Arbeitsgruppe beschlossen haben, mal ein paar Formulierungsschärfungen zu formulieren. Entschuldigung, das schlechte Deutsch. Das wären im Prinzip drei Änderungsvorschläge. Das erste wäre im ersten Satz, Kirchenmusik ist ein ernstzunehmender Wirtschaftsfaktor und um jetzt hineinzunehmen, dass wir auch diese Diskussion um Dumpinglohne in der Kirche geführt haben, würde ich das als konkrete Aufforderung jetzt auch an die Kirchen auch ein bisschen formulieren. Kirchenmusik ist ein ernstzunehmender Wirtschaftsfaktor und die Kirchen müssen ein fairer Arbeitgeber im Kulturbereich sein. Okay. Nächster. Das nächste Wunsch. Ist, wir hatten einerseits darüber gesprochen, dass es in naher Zukunft zunehmend wichtiger sein wird, auch über Ressourcen wie Räume und Heizung und so weiter zu sprechen, dass wir das auch noch in den Absatz als ökonomischen Faktor mit reinnehmen. Und wir haben auch gesehen, dass im letzten Satz und gesicherte Ausbildungsstrukturen eigentlich ein Vorgriff auf den nächsten Punkt ist, wo die Ausbildungsstrukturen ja auch nochmal erwähnt werden. Deshalb da der Vorschlag für eine Umformulierung ab nur durch einen nachhaltigen strukturellen Rahmen und adäquate Ressourcen wird eine qualifizierte Vermittlung der Kirchenmusik in der Verkündigung und so weiter ermöglicht und gesichert. Also die Ausbildungsstrukturen da durch adäquate Ressourcen ersetzen. Und dann könnte man die Ausbildungsstrukturen, die zu sichern sind, in dem nächsten Punkt, jetzt in dem neuen Punkt 9, sehe ich, anstatt die Professionalisierung, eine gesicherte Professionalisierung durch Ausfort- und Weiterbildung. Okay.
dort und dann da hinten. Okay. Fangen Sie hier an. Nee, fangen Sie. Mhm. Wie bitte nochmal? Ich habe Sie nicht verstanden. Oh. Das Wort Vermittlung durch Pflege ersetzen, weil Kirchenmusik muss nicht vermittelt werden, Kirchenmusik wird gepflegt oder ausgeführt. Das, glaube ich, stößt nicht auf so viel Liebe. Nein. Ja. Und dann dahin. Vermittlung ist was anderes als Pflege. Deswegen bitte Vermittlung lassen. Mhm. Ja, das, glaube ich, ist ein Konsens. Wir lassen die Vermittlung. Dort hinten gibt es eine Wortmeldung. Dann Sie. Hinter dem Satz oder dem Begriff fairer Arbeitgeber im Kulturbereich sein, Punkt, könnte noch aus unserer Gruppe ergänzt werden. Vergütung und Bezahlstrukturen müssen gerecht weiterentwickelt werden. Mhm. Aber wäre nicht Vergütung und Bezahlung, also wenn ich mir was unter einem fairen Arbeitgeber vorstelle, dann ist es, dass es eine gute Vergütung, Bezahlung hat. Und dass man sich auch sonst anständig verhält. Aber ich glaube sozusagen, das ist unter diesem Faktor schon sehr deutlich. Es soll diese Thematik der Mindesthonorare da halt irgendwie mit suggeriert werden. Okay, hier haben wir eine Wort. Sie sind dran, ne? Also direkt dazu, ich würde mich dagegen aussprechen, das noch hinzuzuschreiben, weil ich den fairen Arbeitgeber im Kulturbereich schon ziemlich stark finde und klar finde. Einfach, um es nicht zu lang werden zu lassen. Jetzt aber nochmal zu den gesicherten Ausbildungsstrukturen. Christoph, ich verstehe das, dass man natürlich adäquate Ressourcen ganzheitlich irgendwie sieht. Ich finde es aber ehrlich gesagt angesichts der Diskussion zwischen EKD-Gliedkirchen, ob man eine kollektive Finanzierung der kirchlich getragenen Hochschulen für Kirchenmusik hinkriegt oder nicht hinkriegt. Und das ist schwer für die Gliedkirchen, das hinzukriegen. Finde ich ziemlich unklug, gesicherte Ausbildungsstrukturen hier nicht ausdrücklich so zu benennen und anzutriggern. Ich finde es keine kluge Änderung. Mhm. Okay, das werden wir dann gleich abstimmen. Das war das. Ja? Dieser Satz, die Bedeutung der Kirchenmusik in Bezug auf die kulturelle Bildung, hat meiner Meinung nach einen Fehler, weil der Hauptsatz heißt, die Bedeutung der Kirchenmusik bedarf einer gesicherten Finanzierung und eigentlich ist es die Kirchenmusik, die die Finanzierung braucht. Insofern könnte man, wenn der neue Satz nicht drin ist, einfach schreiben, sie bedarf einer gesicherten Finanzierung und einer stärkeren Prioritätensetzung, weil wir nämlich die kulturelle Bildung und die, also die ganz, den ganzen Musikbereich eigentlich vorher schon benannt haben. Mhm. Ja, da gibt es einen. Ich wollte noch oben an dem Aspekt auch Bezug nehmen auf Vergütung und Bezahlstrukturen. Das würde ich auch wieder streichen, weil es zu weit geht. Aber ich würde betonen noch bei, und die Kirchen müssen ein fairer Arbeit- und Auftraggeber sein, weil unter Arbeitgeber wird eigentlich häufig nur die Anstellung verstanden. Und wir sprechen ja hier auch über den selbstständigen Bereich. Und darüber hätte man dann auch wieder Honorierungsstrukturen quasi als Auftraggeber abgedeckt. Ja, das ist, glaube ich, viel Gegenliebe stößt das. Ja. Nochmal kurz zur Erklärung aus unserer Gruppe, was wir mit Bezahlstrukturen auch gemeint haben, das waren einfach die pauschalen Abrechnungsmethoden der GEMA im Vergleich zu den Kirchenmusikkomponisten, die damit schlecht bedient sind. Mhm. Da haben wir gedacht, das müsste man hinwirken, dass es da einfach eine gerechtere Bezahlstruktur gibt. Mhm. Okay. Gut. Dann stimmen wir jetzt ab. Also wir sind bei, müssen ein fairer Arbeit- und Auftraggeber im Kulturbereich sein. Da habe ich eben großes Nicken schon gesehen. Können Sie mal Ihre Hand heben, wenn Sie, ja, das können Sie schon wieder senken. Das bleibt also drin. Dann wäre die Frage der Streichung, genau, diese Streichung, die Sie dort an zweiter Stelle sehen, Kirchenmusik in Bezug auf die kulturelle Bildung und die Förderung der Amateurmusik mit dieser Streichung. Entschuldigung, ja, völlig richtig. Dann stimmen wir einmal über die Vergütung und Bezahlstruktur ab. Soll das drin bleiben oder soll es nicht drin bleiben? Wer dafür ist, dass es reinkommt, hebe jetzt seine Hand. Das ist eine Minderheit. Wir machen einmal die Gegenprobe. Wer möchte das raushaben? Wir nehmen es wieder raus. Damit sind wir bei der, jetzt sind wir aber bei der Streichung von Kirchenmusik in Bezug auf die kulturelle Bildung und die Förderung der Amateurmusik. Wer möchte diese Streichung? Gucken Sie sich den Satz nochmal an, ich merke gerade, man denkt nach. Okay, das ist nicht so eindeutig, Moment mal kurz. Doch, jetzt wird es ganz eindeutig, alle haben gelesen, mal die Gegenstimme. Wer möchte es? Ja, das ist ein eindeutiges, also lassen wir die Streichung da. Jetzt haben wir noch... Die Kirchenmusik bedarf, rein sprachlich. Die Kirchenmusik, genau, das war ja auch der... Sie bedarf...
Die Kirchenmusik bedarf, genau, das war ja auch die Frage, ob die, wenn die abhängig von der Streichung. Dann muss die Kirchenmusik rein, weil sie haben sonst sind es die Kirchen, die eine Absicherung brauchen. Ist auch wahr, aber. So, nochmal, wenn jetzt ein Satz ein bisschen schief ist, dann wird das nochmal die Redaktion machen. Nur durch einen nachhaltigen strukturellen Rahmen und adäquate Ressourcen statt gesicherte Ausbildungsstrukturen. Wer möchte, die Frage ist, ob wir es doppelt abstimmen tatsächlich, ne? Weil die Ressourcen, nee, ich glaube, das ist, wäre schon alternativ. Insofern, wer ist für diese Alternative, so wie sie dort jetzt steht, die Ressourcen, weil die Ausbildungsstruktur im nächsten, das war die Argumentation, im nächsten Satz nochmal auftaucht, wer möchte es so haben? Wer möchte die gesicherten Ausbildungsstrukturen statt der Ressourcen drin haben? Ja, das ist die Mehrheit. Also möchten wir bitte wieder zu der alten Version zurückkommen. So, jetzt lassen Sie es noch kurz eine Sekunde auf sich wirken und können wir zum nächsten Punkt gehen. Beziehungsweise jemand hebe die Hand, wenn Sie da jetzt noch Änderungsbedarf haben. Dann gehen wir zum neunten Punkt. Ja, Entschuldigung, dort. Noch einen Kürzungsvorschlag. Moment, wo waren wir gerade? Bedarf einer gesicherten Finanzierung. Da könnte man einen Punkt machen, weil eine stärkere Prioritätensetzung in der mittelfristigen Finanzplanung der Kirchenhaushalte, das ist ja Bestandteil einer gesicherten Finanzierung. Ja, natürlich schließt das eine gesicherte Finanzierung ein, der ganze Teil. Also Bedarf einer stärkeren, also man würde dann direkt weitermachen, Bedarf einer stärkeren, einer gesicherten, ach so, einfach dahinter den Punkt, ach so rum. So, ist alles eingeschlossen. Ja, gut, das, ja. Vielleicht nur eine ganz kleine Anmerkung, stört mich die ganze Zeit, der Begriff ernstzunehmend. Auch der kleinste Wirtschaftsfaktor ist ernstzunehmend. Ich würde einfach ein wichtiger Wirtschaftsfaktor dahin schreiben. Direkt im ersten Satz. Ja, das machen wir an dieser Stelle. Denn wenn man schreibt wichtiger, dann ist es tatsächlich eigentlich stärker als ernstzunehmend. Bittet man noch darum, dass man ernst genommen wird. Dann gehen wir zum nächsten Absatz über. Das ist der Absatz Kirchenmusik Berufsfeld mit Zukunft. Die haben wir jetzt so, genau, wir haben gar nicht alles immer komplett abgestimmt, wenn so ein ungefährer Konsens war bei redaktionellen Dingen, habe ich es einfach aufgenommen. Wir gehen zum nächsten Punkt, genau, da haben Sie einen Wunsch. Genau, beim nächsten Punkt, ich würde es nicht als Frage formulieren, weil wir formulieren Erwartungen. Ich würde es einfach nennen, Berufsfeld Kirchenmusik, statt Kirchenmusik Berufsfeld mit Zukunft. Das klingt. Berufsfeld Kirchenmusik statt der. Genau, ja, einfach können, Berufsfeld ja. Wir. Ja. Ja, schreiben Sie mal rein. Da gibt es die Gegenrede. Also, das war durchaus ja überlegt, auch in der Systematik zu bleiben. Das soll man sagen, Kirchenmusik und dann. Und ich wäre dafür, das Fragezeichen zu lassen, weil sich viele Studierende schon die Frage stellen oder die auch gar nicht kommen, ob sie den aufmachen wollen, ob sie in den Beruf gehen wollen. Also, wir problematisieren ja auch hier etwas. Ja, Sie halten mich zumindest auf diese Systematik würde ich auch nochmal gerne hinweisen, weil wir haben immer Kirchenmusik. Ich möchte nur sagen, wir zielen aber auf an die Zivilgesellschaft, Politik und Kirchen, nicht an die Studierenden. Naja, aber die Frage ist doch, die dahinter steht, so habe ich Sie jetzt verstanden, wäre, ist es überhaupt etwas Attraktives, was wir da bieten können? So, also nicht an die Studierenden gerichtet, sondern sozusagen das ist das Problematisierende. Dort eine Wortmeldung, dann dort. Also ich finde das Fragezeichen auch sehr gut, auch als Signal an die Studierenden und vielleicht mit positiver Rückmeldung. Und was mir in beiden Abschnitten noch ganz wichtig ist, dass wir für die Haupt-, Neben- und Ehrenamtlichen, beziehungsweise im letzten Absatz Kirchenmusik braucht Haupt-, Neben- und Ehrenamt. Die Nebenamtlichen nehmen für uns die Mehrheit ein. Genau, können Sie das auf jeden Fall schon mal einfügen? Das glaube ich, da wird es keine Gegenrede geben. Gut. Aus meiner Arbeitsgruppe habe ich für diese Überschrift
die Bitte weiterzugeben, das Fragezeichen zu streichen, aber sonst nichts zu ändern, weil wir den Duktus Kirchenmusik Gedankenstrich Berufsfeld mit Zukunft gut fanden, aber das Fragezeichen nicht so gern drin haben wollten. Und zwar, und das will ich auch persönlich begründen, weil wir an sich ein bisschen auf ein Vorurteil resonieren, was gesellschaftlich vielleicht vorhanden ist, aber ich meine, die Wahrheit ist eigentlich, dass in den letzten 20 Jahren Kirchenmusik der Studiengang war, wo man aus der Musikschule rauskam und den gesichertsten und bestbezahlten Job durch die Bank der Abnehmer kriegte. Und ich finde, wir haben eigentlich keinen Grund, dass wir hier Fragezeichen an etwas ransetzen, wo wir eigentlich seit 20 Jahren uns immer wieder hinstellen müssen und sagen müssen, irrt euch nicht, so ist es nicht. Wir stimmen über das Fragezeichen an dieser Stelle ab. Wollen Sie das Fragezeichen? Also ich glaube, an der Kirchenmusik kommen wir nicht vorbei, rein vom Dings. Also Kirchenmusik muss bleiben und wir stimmen jetzt darüber ab, Kirchenmusik, Berufsfeld mit Zukunft, kommt hinter der Zukunft ein Fragezeichen oder nicht? Wer möchte das Fragezeichen darunter haben? Das sind 5 Leute. Wer möchte das einfach weghaben, das Fragezeichen? Das ist die Mehrheit, das heißt, damit ist das Fragezeichen weg. Darf es werden wir jetzt nicht mehr... Ach so, der kommt immer, tatsächlich, ja, genau, also dann kommt es redaktionell, kommt ihr Doppelpunkt sowieso rein. Genau, wunderbar. Dann haben wir hier noch einen Wunsch. 9 und 10 auszutauschen wäre mein Vorschlag. Der kam aus unserer Gruppe, den finde ich sehr gut. Ja. Weil die Zukunft am Schluss steht und es auch mit einem anderen Satz endet. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Wir stimmen darüber ab. Achso, wollten Sie noch dazu reden? Genau, wir stimmen darüber ab, ob wir das tauschen. Das heißt, man würde mit dem Beruf und der Zukunft enden. Wer hält das für einen guten Vorschlag? Der möge die Hand jetzt heben. Das ist die Mehrheit. Das heißt, wir tauschen bitte die beiden Absätze. Nebenamt ist kein juristischer Begriff. Können wir uns das leisten, das da drin stehen zu haben? Ich glaube, das ist so etabliert, dass wir es uns leisten können. Gut. Und sonst möge die Mitgliederversammlung darüber juristisch morgen nochmal nachdenken. Haben Sie noch Wünsche? Wenn das nicht so ist, dann möchte ich Ihnen dazu gratulieren, dass Sie um 18.02 Uhr dieses Papier zu einem Ende gebracht haben. Also ich bin total begeistert von Ihnen und ich möchte meinen Dank aber auch wirklich nochmal an die Mikrofonhelferin und die Redaktion, die das alles da reingemacht hat. Da hat jemand mitgeschrieben die ganze Zeit. Mein großer Dank und erfreuen Sie sich an den Häppchen. Das kann nur ich an dieser Stelle sagen. Großen Dank. Der allergrößte. Der allergrößte Dank gebührt Ihnen. Ich muss sagen, Sie haben... Wir haben uns in einer so wunderbaren Verbindung von stringenter Führung, demokratischer Anteilnahme, Strenge und Charme hier durchgeführt und noch dazu mit psychologischem Einfühlungsvermögen, wann Sie abstimmen ließen und wann Sie einfach feststellten, ich sehe, das ist so. Also diese zeitliche Einhaltung ist Ihr Verdienst. Herzlichen Dank. Auch Ihnen allen einen herzlichen Dank. Soweit später, das ist ja der Empfang für die Mitgliederversammlung. Ich weiß nicht, wie ich etwas sagen soll zum GEMA-Empfang heute Abend. Gilt es? Heute Abend sagst du das. Das sage ich heute Abend. Hier darf ich einfach sagen, Ihnen allen ganz herzlichen Dank für diesen spannenden Kongresstag, den die gestern Abend auch schon beim Eröffnungskonzert da waren. Auch dafür herzlichen Dank. Nochmals allen herzlichen Dank, die das vorbereitet, die das durchgeführt, die uns hier durchgeleitet haben. Ich finde, es war ein wirklich außerordentlich spannender Tag, wenn wir uns der Reihe nach diese Runden vergegenwärtigen. Ich denke, Sie hatten auch in Ihren Arbeitskreisen, wenn man sieht, was da alles herauskam, sehr lebendige und intensive Gespräche und Diskussionen. Ich finde auch diese um das nochmal ganz kurz zu rekapitulieren, in wenigen Sekunden nur,
diese Gesprächsrunde heute mit den auch musikalischen und kirchlichen Spitzen war herausragend, möchte ich sagen, auch hervorragend moderiert. Und ich denke auch jetzt, diese Runde, die Frau Dr. Krippner jetzt hier geleitet hat, Sie alle mit Ihrem Engagement, das hat ja gezeigt, wie leidenschaftlich Sie daran gehen, wie viele Vorschläge kamen, wie schnell das diskursiv wurde. Ich finde, es ist wunderbar. Kirchenmusik ist allein, wenn man sieht, wer sich um sie schlägt, hochlebendig und virulent. Das sind wir und ich finde, es gehört dazu. Ich finde es großartig und ich, soweit Sie jetzt nicht so in der Mitgliederversammlung präsent sind oder bei der nachfolgenden Begegnung eines Teils, darf ich Ihnen sagen, ich freue mich, dass ich Ihnen allen begegnen durfte. Ich hoffe, wir bleiben alle in Kontakt und ich hoffe, dass von diesem Kongress wirklich etwas ausgeht und auch von der Mitgliederversammlung des Deutschen Musikrats morgen. Wir dürfen nicht vergessen, die Kirchen sind wirklich zentraler, kultureller und gesellschaftlicher Bestandteil unseres Landes und darüber hinaus. Und wir hoffen, dass wir miteinander dazu führen können, dass das auch so bleibt. Und zwar ganz besonders auch mit und durch die Kirchenmusik. Ihnen nochmal herzlichen Dank. Und soweit Sie nach Hause fahren, kommen Sie gut dorthin. Danke sehr. Applaus